أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان. وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان، بروح ملؤها طهر وقلب كله إيمان. سنيتي دوما لرب واحد ديان، بروح ملؤها طهر وقلب كله إيمان. وتعلو همتي دوما وتسبق خطوتي الأزمان، فوقتي لا أضيعه بما يفضي إلى الخسران، وكفي لا يفارقها أداء البر والإحسان. ولا تدري شمالي عن يميني إنه الكتمان. بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان. وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان، بروح ملؤها طهر. Das mag befremdlich klingen. Schließlich hat die herkömmliche dogmatische Tradition Jesus und Gott immer gleichgestellt und die Göttlichkeit Jesu bekräftigt, wogegen dies in den frühen Texten des Neuen Testamentes nicht der Fall ist. Da ist Jesus nur ein Diener Gottes. Da ist Jesus nur ein Diener Gottes. Diener Gottes. Diener Gottes. Diener Gottes. Drei wichtige Personen sind in den Schriftrollen von Qumran benannt. Der Lehrer der Gerechtigkeit, er war nicht der Gründer, aber richtungsweisender Führer der frühchristlichen Gemeinde. Zweitens, der gottlose Priester, ein Feind und vermutlich Jerusalems höchster Priester. Und die dritte Person heißt der Lügner, ein verstoßenes Mitglied der Gemeinde. Und dieser sogenannte Lügner ist ausdrücklich als ein Abweichler benannt. Er predigte den Gesetzesverstoß, die Loslösung von Gesetzen der Vorväter. Es gibt keine bessere Beschreibung für den Apostel Paulus, der so in Jerusalem sprach und schrieb. Etwa 25 Jahre nach dem Tod Jesu spaltete sich die Bewegung, die er ins Leben gerufen hatte. Die beiden Gruppen hatten sehr unterschiedliche Ansichten über ihren Lehrer und über die Bedeutung seiner Botschaft. Daraus entwickelte sich ein Machtkampf zwischen Paulus und Jakobus, den Anführern der beiden Lager, aus dem Paulus, ein zweifellos genialer Mann, als Sieger hervorging.
Seine Gefährten schrieben ihre Version der Geschichte Jesu nieder, wie sie heute im Neuen Testament vorliegt. Die zweite Gruppe ist viel geheimnisvoller. Von ihr sind keinerlei schriftliche Zeugnisse ihres Glaubens überliefert. Im Gegensatz zu den Verfassern der Evangelien waren die Mitglieder dieser Gruppe Menschen, die mit Jesus direkt in Kontakt gestanden waren. Seine Familie und seine Jünger. Was wäre gewesen, hätte sich ihre Version der Jesusgeschichte durchgesetzt? Ich bin in dem Namen meines Vaters gekommen, und ihr nehmt mich nicht auf. Wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr aufnehmen. يوم تجثو كل أمة في دياجير الملمة للسؤال عن المهمة هل أجبتم الرسول يوم تجثو كل أمة في دياجير Ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben, und sie sind es, die von mir zeugen. Und ihr wollt nicht zu mir kommen, damit ihr Leben habt. Und siehe, ein gewisser Gesetzgelehrter stand auf, versuchte ihn und sprach: Lehrer, was muss ich tun, um ewiges Leben zu erben? Er aber sprach zu ihm: Was steht in dem Gesetz geschrieben? Wie liest du? Er aber antwortete und sprach: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Er sprach aber zu ihm: Du hast recht geantwortet. Tu dies und du wirst leben. Paulus aber blickte das Synedrium unverwandt an und sprach: Brüder, ich habe mit allem guten Gewissen mein Leben vor Gott geführt bis auf diesen Tag. Der Hohepriester Ananias aber befahl denen, die bei ihm standen, ihn auf den Mund zu schlagen. Da sprach Paulus zu ihm: Gott wird dich schlagen, du getünchte Wand. Und du sitzt da, um mich nach dem Gesetz zu richten, und gegen das Gesetz handelnd befiehlst du, mich zu schlagen? Die Dabeistehenden aber sprachen: Schmähst du den hohen Priester Gottes? Und Paulus sprach: Ich wusste nicht, Brüder, dass er hoher Priester ist, denn es steht geschrieben: Von einem Fürsten deines Volkes sollst du nicht übel reden. Da Paulus aber wusste, dass der eine Teil von den Sadduzäern, der andere aber von den Pharisäern war, rief er in dem Synedrium: Brüder, ich bin ein Pharisäer, ein Sohn von Pharisäern. Wegen der Hoffnung und Auferstehung der Toten werde ich gerichtet. Als er aber dies gesagt hatte, entstand ein Zwiespalt unter den Pharisäern und Sadduzäern,
und die Menge spaltete sich. Denn die Sadduzäer sagen, es gebe keine Auferstehung, noch Engel noch Geist. Die Pharisäer aber bekennen beides. Es entstand aber ein großes Geschrei, und einige der Schriftgelehrten von der Partei der Pharisäer standen auf und stritten heftig und sagten, wir finden an diesem Menschen nichts Böses. Wenn aber ein Geist oder ein Engel zu ihm geredet hat, als aber ein großer Zwiespalt entstand, fürchtete der Oberste, Paulus könnte von ihnen zerrissen werden, und befahl der Truppe hinabzugehen, ihn aus ihrer Mitte wegzureißen und in das Lager zu führen. يوم تجث كل أمة في دياجر الملمة للسؤال عن المهمة. Ich richte so, wie der Vater mir sagt, und mein Gericht ist gerecht, denn ich setze nicht meinen eigenen Willen durch, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Wenn ich für mich selbst als Zeuge auftreten wollte, hätte das, was ich sage, keine Beweiskraft. Es gibt einen anderen Zeugen, der aussagt für mich. Und ich weiß, dass er die Wahrheit über mich sagt, was ich tue. Sind die Taten, die mein Vater mir zu tun auftritt, die sprechen für mich und bestätigen, dass mein Vater mich gesandt hat. Der Vater selbst, der mich gesandt hat, hat mit diesen Taten ausgesagt für mich. Ihr habt seine Stimme nie gehört und seine Gestalt nie gesehen. Auch sein Wort in den Heiligen Schriften nützt euch nichts mehr, weil er nicht glaubt an den, den er gesandt hat. Ihr forscht doch in den Heiligen Schriften und seid überzeugt, in ihnen das ewige Leben zu finden. Und gerade sie weisen hin auf mich, aber ihr kommt nicht zu mir, um so das ewige Leben zu haben. Ich bin nicht darauf aus, von Menschen geehrt zu werden. Ich weiß, zu welcher Art von Menschen ihr gehört. Ich weiß, da ist keine Liebe zu Gott in euren Herzen. Ich bin im Auftrag meines Vaters gekommen, aber ihr wollt mich nicht empfangen. Wenn aber jemand in seinem eigenen Auftrag kommt, werdet ihr ihn aufnehmen. Ihr legt nur Wert darauf, einer vom anderen bestätigt zu werden. Aber ihr sucht die Bestätigung nicht bei dem, zu dem ihr euch bekennt. Gott! Ihr braucht aber nicht zu denken, dass ich euch bei meinem Vater verklagen werde. Mose! Auf dessen Fürsprache ihr hofft, ist derjenige, der euch anklagt.